1, 2, 3, 4. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch mal wieder mal in den Grundrhythmus, und zwar die Wippe mit einem geschlossenen Schlag. Und ich zeige euch nochmal den Rhythmus langsam. Also, die Haupthand ist, ich zeige euch den nochmal. Wir machen die mal langsam. Haupthand im Bass, offener Bass. Geschlossene Höhe. Das heißt, der Ton klingt nicht nach. Offener Bass, also 1, 2, 3. Jetzt mal. 1, 2, 3. Haupthandhöhe, Nebenhandhöhe, so ein bisschen versetzt, weil hier sind die Töne möglicherweise etwas anders als hier. Auch die Energie fühlt sich anders an, ja. Bei vielen Trommeln sind die Töne nicht ganz akkurat gleich. Ich persönlich mag das. Manche mögen es, wenn es ganz korrekt gleich ist. Und dennoch, wenn ihr das an der Seite so spielt, habt ihr ein anderes Gefühl, einen anderen Sound. Und zwar 5 Schläge. So, jetzt machen wir es mal gemeinsam. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Und nun machen wir es noch einmal ganz langsam. Ja, nochmal, damit es das in der Tiefe noch mehr ankommen kann. Bip, dip, dim, didi, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Das ist es. Das ist ein sehr schöner Grundrhythmus und auch Aufbaurhythmus, womit ihr herrlich mit anderen Rhythmen zusammenspielen könnt. Ja. Und zu diesem Rhythmus, der baut einen Raum auf und jemand anderes oder andere können da in diesem Raum sich bewegen mit den Rhythmen oder wie auch tänzerisch. Ja. So, das war's. Jetzt zum Schluss spiele ich für euch nochmal den Rhythmus etwas schneller mit ein bisschen paar Ideen von mir mit drinne. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Hier ist Ingo Gutmann. 1, 2, 3, 4.